Kurven. Nachdem wir uns schon einmal mit der Mode vergangener Jahrhunderte beschäftigt haben, schauen wir heute mal auf gewisse Details und Accessoires, nämlich Schmuck. Im Empirezimmer des Kuvenmuseums finden wir ein Porträt einer Mutter mit ihrem Sohn, auf dem man nicht nur erkennen kann, dass die Garderobe sehr kostbar gearbeitet ist, mit aufwendigen Falten und Puffärmeln kostbarer Spitze, sondern dass die Mutter auch edlen Schmuck trägt. Da ist zum einen die Brosche, die den Kragen zusammenhält, aber auch ein ganz feiner und sehr, sehr schlichter Ring. Erstaunlicherweise trägt der Herr im Porträt wesentlich mehr Schmuck als die Dame. So hat dieser Edelmann, der hier dargestellt ist, nicht nur eine kostbare Garderobe aus feinem Stoff, sondern auch diverse Schmuckstücke. Unter anderem diese kleine Nadel, die sein Hemd bzw. schon den Kragen zusammenhält, ein Kreuz als Anhänger, wahrscheinlich eine Auszeichnung, einen Ring, den er am Zeigefinger trägt, es könnte ein Freundschaftsring sein, und er trägt einen anderen Anhänger, den man wahrscheinlich als Charivari bezeichnen kann, war teilweise Teil einer Uhrenkette und wurde seit dem 19. Jahrhundert auch eher offen getragen. Davor hat man solche Schmuckstücke eher unter der Kleidung versteckt. Im zweiten Obergeschoss des Hauses finden wir ein Porträt einer vornehmen Dame aus dem 19. Jahrhundert, die nicht nur eine sehr außergewöhnliche Frisur hat, sondern auch edlen Schmuck trägt in Form von Ohrringen, einer Kette mit Anhänger und zwei Ringen. Bei der Kette handelt es sich um eine Perlenkette mit einem Kreuzanhänger. Das waren durchaus gewöhnliche religiöse Motive, die man getragen hat. Und Ringe, wahrscheinlich sogenannte Posy-Ringe, die aus England stammten und mit Denksprüchen versehen waren. Der Herr ist schlichter, aber nicht weniger edel gekleidet. Auch er trägt eine aufwendige Garderobe mit weißem Hemd, sehr steifen Kragen, wahrscheinlich so eine Art Vatermörderkragen, einer Fliege, Weste und dann halt noch eine Jacke und eben auch Schmuck. Man sieht einen Orden, den er stolz auf der Brust trägt, aber auch beim Hemd eine Art verzierter Knopf in Form von kleinen emaillierten Schmuckstücken und auch er trägt am Zeigefinger einen Ring.